Ja, guten Morgen aus Kamala, Phuket, Thailand. Heute geht's zur Hidden Road. Die habe ich so getauft, weil die ja ein bisschen abseits der Hauptstraße ist, an der Küste entlang, über ein paar Hügel, steile Hügel natürlich wie immer. Da drüben, wo die Häuser sind, die habe ich zufällig entdeckt auf Strava. Sah ganz interessant aus. Und bin da auch schon mit dem Motorscooter entlang. Und ja, da hat man schöne Ausblicke. Das sind schöne Apartments, schöne Hotels und fast kein Verkehr. Und die wollte ich jetzt dann heute mal mit dem Radl abklappern. Es wird allerdings wieder recht schweißtreibend. Es ist zwar nicht viel Höhenmeter, aber ja, die kurzen, steilen Rampen, die haben es in sich. Und hier geht es dann auch schon los. Hier müssen wir rechts rein. Moment. Gucken, kommt was? Kommt nichts. Da kommt nichts, da kommt nichts. Und natürlich den falschen Gang. Ich tue mal die Kamera hier auf den Lenker, damit ich schalten kann. Und ja, die habe ich mir jetzt, wie gesagt, heute fürs Video auserkoren, damit ich die euch immer zeige. Wird eine kurze Tour, weil morgen fliege ich dann wieder zurück nach Bangkok. Und wollte aber den heutigen Tag nochmal nutzen, mich aufs Rad zu schwingen und euch mitzunehmen. Viel Spaß! Ja, wer will, der kann hier auch ein Häusel oder Apartment kaufen. For sale. Hat man dann einen super Blick hier aufs Meer. Hinter den Häuschen ist gleich das Meer. Also wir ein bisschen, oh, hier kann man vielleicht mal reingucken. Verbotenerweise. Sowieso keiner daheim. Oh yeah. Ja. Es gibt schlechtere Ausblicke. We walked and drawn our lines, we put our weapons down, our visions turned to gold and now we're blacking out. Also wenn ein Tsunami kommt, dann radel ich den Hügel hier hoch, dann bin ich safe. Einfach mal 15% hoch. Das müsste reichen. Jetzt passiert. Tourabbruch. Der Umwerfer ist gebrochen. Das hatte ich ja auch noch nie. Schaut euch das mal an. Der ist einfach gebrochen. Oh Gott. Zum Glück bin ich jetzt noch nicht so weit gefahren. Ich denke, was ist denn jetzt? Dachte erst, die Kette ist gerissen. Oh, jetzt ist der Umwerfer gebrochen. Das ist natürlich schade. Ja, jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich zurückroll. Mal schauen, ob ich den irgendwie ausgerichtet bekomme, dass ich zumindest ein bisschen treten kann. Die Kette ist zumindest auf dem kleinen Kettenblatt. Oh Mann, ein jähes Ende. Ey. Kaum losgefahren. Wie viele Kilometer bin ich jetzt gefahren? Vier Kilometer und schon Ende. Ja, tut mir sorry. Aber das Zeug ist halt doch schon ein bisschen alt. Boah, der Umwerfer ist halt wahrscheinlich noch von 2006 und jetzt wollte er nicht mehr. Jetzt hat er gesagt, nö, ich mag jetzt nicht mehr, ich gehe jetzt in den Ruhestand. Ah, sowas Blödes.
Mal gucken, ob ich das irgendwie noch fixiert bekomme. Irgendwo, irgendwie. Ist da noch was gebrochen? Zähne oder so? Nee. Oh Mann, ach, sowas Bescheuertes. Das ist ja blöd. Ja gut, kann mir nichts machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Kurzes Video. Wie immer, schaltet wieder ein, wenn es heißt Frankenpedaleur on Tour. Ob wieder aus Thailand, ist die Frage. Mal gucken. Vorher hatte ich es. Ob es passieren wird, weiß man nicht. Ich schaue jetzt mal, dass ich wieder zurück zur Unterkunft komme. Und dann geht's am Pool. Die ganze Geschichte ging ja dann noch folgendermaßen weiter. Ich bin ja einen Tag später nach Bangkok zurückgeflogen und habe das kaputte Rad natürlich dabei gehabt. Habe dann als allererstes in Bangkok versucht, einen Radladen ausfindig zu machen, was mir natürlich auch gelang, weil da gibt es ja massig Radläden. Und gelandet bin ich erstmal bei Niche Cycling. Das ist ein Ja, das ist halt schon ein bisschen so ein moderner Laden. Die haben halt nur den allerneuesten Scheiß am Start und die rüsten auch irgend so ein Rennteam aus. Da habe ich mir gedacht, naja gut, ob ich da jetzt erfolgreich bin mit der alten Rumpel und der Dreifachkurbel. Ich glaube es ja nicht, aber man kann es ja mal probieren. Also bin ich dahin, aber wie vermutet, konnten die mir da in keinster Weise weiterhelfen. Zumindest in Sachen Reparatur, aber sie konnten mir insofern weiterhelfen, dass sie für mich einen Radladen ausfindig gemacht haben, die mir das Zeug reparieren konnten. Die waren dann echt so Freunde, die haben da rumtelefoniert und waren super hilfreich. Und dann haben sie mich zu Hero Bikes geschickt. Die sind auch da in der Nähe vom Flughafen, war nicht weit weg. Und dann bin ich da hingefahren, habe das der erklärt, dies und jenes. Dann hat sie gesagt, ja, ja, kein Problem, aber das müssen wir bestellen. Das waren am Sonntag, wo ich dort war, die haben auch sonntags offen. Und am Montag ist Feiertag und bis dann der Kurier kommt und bis wir das repariert haben, das kann so 3-4 Tage dauern. Ich sage, ja, okay, ist ja kein Problem, dann lasse ich das Rad da. Ich gehe einstweilen auf eine Insel und komme halt dann wieder, wenn es dann fertig ist. Dann hat sie mich noch gefragt, ob wir das Rad vielleicht reinigen sollen. Das kostet 300 Baht, das sind umgerechnet 8 Euro. Ich sage, ja gut, dann reinigt das Ding mal, weil das sieht sowieso aus wie Zau. Also ist alles total versifft gewesen. Da habe ich ja noch nie was dran gemacht. Und alles in allem hätte das Ganze dann nur 50 Euro gekostet. Montage, Teile, Reinigung, das ist ja kein Geld, also das machen wir doch. Ne? Gut, dann bin ich auf die Insel. Das wäre übrigens Koh Chang gewesen, wo ich gerne Videos gedreht hätte. Hat aber leider nicht funktioniert, aus bekannten Gründen. Also bin ich da als normaler Tourist hin. Wusste gar nicht so recht, was ich da machen soll. War völlig ungewohnt für mich, weil normalerweise bin ich halt mit dem Rad da irgendwie unterwegs. Aber ja, musste ich halt irgendwie das Ganze mal aus einer anderen Perspektive sehen. Bin dann zum Strand und habe ein bisschen Sightseeing gemacht, bis rumgefahren, was man halt so macht. Im Bauch vollgeschlagen, geschlafen. Und dann bekam ich eine Nachricht, ja, das Rad wäre fertig. Ich sagte, ja, kein Problem, ich bin jetzt noch auf der Insel und dann komme ich so in 2 Tagen und hol's ab. Ja, ja, okay. Dann bin ich am 27. Oktober wieder nach Bangkok geflogen und am 29. wäre mein Flug zurück nach Deutschland gegangen, 2 Tage später. Und komme zu dem Laden hin und dann war der geschlossen. Der war einfach zu. Da war eine dicke, fette Kette davor und ein Schild vom 27. bis 31. geschlossen. Da habe ich gedacht, okay, das ist schön, aber ich hätte gern mein Rad, was da drin ist. Und ich fliege in 2 Tagen. Was machen wir denn jetzt? Dann habe ich die wieder angeschrieben und dann war die in Taiwan auf irgendeiner Messe und dann sagt sie mir, oh ja, sie hat mich total vergessen.
Ich sagte, ja toll, aber jetzt stehe ich da, ich fliege in 2 Tagen, ich will mein Rad abholen. Dann sagt sie noch, ja, und leider konnten wir es auch nicht reparieren, weil sie hat irgendwie das Teil nicht bekommen. Sie meinte, sie bekommt es, weil das war ein Ultegra-Umwerfer und den gibt es anscheinend auch nicht mehr. Das stimmt auch, ich habe dann in Deutschland selber nochmal geguckt im Internet, habe mir jetzt einen Sora-Umwerfer geholt. Jedenfalls hat sie das nicht reparieren können, hat den abmontiert und die Kette ist auch abmontiert, aber das Rad ist gereinigt. Toll. Ich habe gesagt, schön, aber wie komme ich jetzt an mein Rad? Ja, sie schickt ein paar Mitarbeiter vorbei, das dauert aber so 2-3 Stunden, bis sie dann am Laden sind. Naja, gut, dann habe ich mir die Zeit noch irgendwo vertrieben, bin dann irgendwann um 7 oder so nochmal abends dahin. Tatsächlich war da Licht drin, 2 Mitarbeiter haben da gewartet. Und dann habe ich denen die 8 Euro oder 300 Baht, hat die Reinigung gekostet, eben in die Hand gedrückt und habe mein defektes Rad in Empfang genommen. Also da war dann nur die Kurbel dran und sonst nichts mehr. Kette weg, Umwerfer weg, aber es hat geblitzt und geblinkt, wie wenn es aus dem Schaufenster wäre. Also das war wirklich, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Die haben das irgendwie in ein Fass mit Terpentin getunkt oder ich weiß es nicht. Aber es ist blitzblank sauber, alles shiny und glänzt, aber halt nicht fahrtüchtig. Na gut, dann hatte ich wenigstens das Rad wieder, ich habe es dann eingepackt, bin nach Deutschland geflogen und habe mir diesen Umwerfer bestellt. Ultega gab es, wie gesagt, nicht. Es gab nur noch Sora, aber das war mir dann egal, weil hauptsächlich ich habe einen Umwerfer, der funktioniert. Und Kette und Kassette hatte ich allerdings schon hier, weil ich wollte ja eh mal was umbauen. Ich wollte eine größere Kassette drauf machen. Jetzt hatte ich die Gelegenheit dazu, habe die größere Kassette drauf, habe die Kette montiert mit dem Umwerfer. Jetzt läuft das Ding wieder, ich kann mit dem Teil wieder in die Arbeit fahren, aber für Thailand hat es leider nicht gereicht. Es sind leider nur 3 Videos rausgesprungen, wobei das dritte ja, wie ihr seht, ein jähes Ende gefunden hat. Von daher, ja, tut es mir leid, dass es nur bei 3 Videos geblieben ist, aber ich verspreche, es kommen noch weitere Videos aus Asien. Die kommen jetzt dann im Anschluss, dauert vielleicht noch ein bisschen. Woher die sind, sage ich jetzt noch nicht, aber vielleicht mache ich mal eine Live-Schalte aus dem Land und dann könnt ihr mal ein bisschen mitraten, mal gucken, ob überhaupt jemand einschaltet. Hab noch nie ein Live-Video gemacht, aber das können wir ja mal probieren. Hier fliegt was, gehst du weg. Und ja, von daher, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wieder aus Asien beim nächsten Video. Gebt einen Daumen, gebt einen Kommentar, lasst ein Abo da, macht was ihr wollt. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, wie immer, ciao, ciao.